Hey Freunde, willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Fragrance Talk hier und für alle Neuen auch. Bleibt einfach auf diesem Kanal. Das würde mich sehr freuen. Ja, heute stelle ich meine Top 10 Düfte vor, die Frauen an einen Mann lieben. Es ist aktuell ja ziemlich frisch geworden. Es schneit sogar in Hamburg. In April, Leute, in April. Aber diese Düfte sind ein bisschen frischer. Naja, ein süßer Duft oder zwei süße Düfte sind auch dazwischen, aber der Rest fast nur frisch, weil es ist einfach so, dass Frauen frische Düfte an einen Mann lieben. Das ist einfach so. Wow. Fangen wir den ersten an. Tommy Hilfiger mit Tommy. Ja, 1994 auf den Markt gekommen. Er funktioniert einfach. Die Grapefruit, die Minze am Anfang, dann ein bisschen holzig, zitrisch. Das ist einfach ein genialer Duft, der wurde reformuliert, aber Leute, den könnt ihr immer noch tragen. Hält seine 5, 6 Stunden zum Date, zum Vorstellungsgespräch. Er funktioniert einfach, aber es geht ja nicht darum. Es geht darum, das lieben oder diesen Duft lieben diese Frauen an einen Mann. Tommy mit Tommy Hilfiger. Nein, genau andersrum. Tommy Hilfiger mit Tommy. So, der nächste ist Prada Homme. Ja, Prada Homme, was soll ich dazu sagen? Das ist der Iris-Duft schlechthin, pudrig, cremig, ja, der ist absolut beliebt. Und wenn ihr richtige Komplimente haben wollt, viele, dann kauft euch diesen Duft. Das ist wirklich ein sehr geiler Hammer-Duft. Wer natürlich keine Iris mag, der braucht sich diesen Duft nicht holen, weil es gibt ja Leute, die mögen dieses Pudrige nicht, weil viele sagen, das geht so in diese Frauenrichtung. Überhaupt nicht. Also das ist wirklich ein Saubermann-Duft vor den Herren plus die Iris. Sehr, sehr nice. So, jetzt kommt der erste Süße und zwar Erba Pura von Serchoff. Ja, aber ich kriege richtig viel Komplimente, wenn ich den Duft trage. Es ist einfach ein Früchtecocktail von allerfeinsten. Viele sagen, oder was heißt viele, ich habe gehört, dass ein Escada früher, ein Frauenduft Escada so früher riechen sollte, habe ich jetzt nicht wirklich mehr im Kopf. Definitiv ist es aber ein nice Duft und richtig gut. Und ihr bekommt einfach Komplimente. Und Männer, lasst euch nicht abschrecken. Ja, er ist süß. Es kann auch eine Frau ihn tragen, sorry. Aber er ist richtig geil und er passt auch zu einem Mann. Auch wenn es schwer vorstellbar ist, ein Früchtecocktail als Mann zu tragen. Aber glaubt mir, Frauen lieben ihn. So, der nächste, ja, da brauche ich nicht viel zu sagen, der Johnny Depp-Duft, wie ich immer so schön sage, Sauvage. Aber das Eau de Parfum, ja, das Eau de Parfum hat noch ein bisschen durch diese DNA von Sauvage, diese Frische, noch ein bisschen Vanille. Passt einfach im Background, einfach super hin und einfach, ja, wie soll ich sagen, abends jetzt, naja, jetzt ist ein bisschen schwierig, wenn es schneit, aber sonst, wenn der Frühling eigentlich im April da ist, dann passt er abends auch richtig nice und Frauen mögen ihn. Frauen mögen ihn und damit könnt ihr nichts falsch machen. Ja, Sauvage Eau de Parfum. So, Creed Aventus. So, auch wenn er für mich nicht der King ist, aber trotzdem ist er nun mal da und Frauen mögen ihn und sagen immer, wow, wie du riechst gut. Auch wenn er ein bisschen, naja, inzwischen, weil man so viel anderes gerochen hat, ist dieses Rauchige auch nicht mehr wirklich stark. Aber diese Ananas im Hintergrund, zu der Zeit, wo der rausgekommen ist, hier die Version 2015, da war das einfach, ja, was Besonderes. Und jetzt ist es nicht mehr für mich, aus meiner Hinsicht, ist meine persönliche Meinung, nichts Besonderes mehr, weil ihn so viele tragen und dann gibt es diese Dupes etc. Da gibt es natürlich ein, zwei, die eigentlich besser sind als das Original. Aber gut, ich habe jetzt hier Creed genommen. Es ist einfach ein Duft, der gut ankommt. Ja, das war schon immer so, warum auch immer. Das ist das, was ich meine. Ich meine, die Qualität, ganz ehrlich, teuer. Die OVP sollte in dem Fall auch stimmen. Finde ich bei Creed auch noch nie, war noch nie besonders. Und die Verarbeitung, ehrlich gesagt, ja, es ist eben alles nicht Gold, was glänzt, aber trotzdem bekommt man Komplimente und ich werde ihn jetzt langsam aufbrauchen, weil so langsam muss ein Nischenduft irgendwann nach 5, 6 Jahren auch mal weg. So, der nächste, Armani Code, das Original. Ja, was soll ich dazu sagen? Der ist so beliebt, diese ganze Reihe, allgemein Armani Code. Ich sagte das ja schon mal in einem Video vor kurzem, wenn du zeigst, oh, hier, guck mal, magst du den? Zu irgendeiner Frau. Und sagt, ne. Aber
wenn sie nicht wissen, was du trägst, oh, du riechst aber gut, du riechst aber geil, du riechst aber geil. Ist schon merkwürdig, ne? Ja. Am Anfang sehr frisch, aber was heißt, nee, wir nehmen das zurück, nicht sehr frisch. Also ein frischer Teil und dann kommt das Süße durch die Vanille. Armani Code hat einfach, da muss man eigentlich nicht viel zu sagen. Ja. Ach komm, lassen wir das so stehen. Armani Code funktioniert einfach. Immer. So, der nächste, der gut ankommt, ist Parfums de Mali Percival. Der beste duschgelartige Duft, finde ich. Auch teuer, ob man so viel Geld ausgeben will. Das muss jeder selber wissen. Auf jeden Fall beinhaltet er viele Düfte, Fias, dann Bleu de Chanel, so ein bisschen Sauvage, etc. pp. Und ja, er kommt aber gut an, wirklich. Er könnte vielleicht, obwohl er hat eine gute Haltbarkeit, könnte aber ein bisschen mehr Dampf haben in der Ausstrahlung, aber welcher Sommerduft hat das schon? Das kann man an 5 Fingern abziehen. Auf jeden Fall lieben den die Frauen und da kommt ihr mit gut durch den Frühling. So, den nächsten, den viele mögen, ist Eternity, das Eau de Parfum von Calvin Klein. So, der ist oder hat die leichte, ein bisschen DNA, weil ich mache dieses Original oder das Original kann ich nicht mehr riechen. Das habe ich ja überrochen. Und hier kommt so ein bisschen Eichenmoos, dieses würzig-grüne dazu. Nicht oldschool, aber schon, ja, sehr grün. Und ich werde ihn mir immer wiederholen. Der hat einfach was. Der hat einfach was. Und ich werde die Düfte unten verlinken, schaut mal rein. Den kriegt ihr auch für einen super Preis. Und ehrlich gesagt, oh, das Grüne und dann mit dieser Eternity-DNA und bessere Haltbarkeit definitiv, sehr geil. Absolut geil. So, jetzt kommt einer der besten holzig-fruchtigen Düfte, beziehungsweise zitrisch-fruchtig, nicht süß, aber auf einer Holzbasis, und zwar Elysium von Roja. So, das ist Luxus pur und ich kenne keine Frau, die sagt, der riecht nicht gut. Also das ist wirklich Bombe. Oh, das ist genial. Wie ich schon eben gesagt habe, so die zitrische, die Zitrusfrüchte auf einen holzigen Untergrund. Sehr, sehr geil. Also der kommt wirklich sehr gut. Elysium Roja, muss ich nicht mehr zu sagen. Top-Duft. So, wenn ihr wirklich nicht mehr wissen wollt oder wenn ihr nicht mehr wisst, was ihr tragen wollt, sage ich immer, dann Allure Sport O Extreme. Und der kommt besonders, besonders gut an. Keiner hat mit diesen Duftprobleme. Niemand, aber wirklich niemand. So, und der ist, ja, der ist einfach lecker. Der ist einfach lecker. Einfach frisch. Bisschen cremig im Hintergrund, einfach auch so einen Sport zu benutzen, das passt auch wirklich, man sagt ja immer, Sport, ist das denn wirklich für Sport? Ja, diesen Duft kann man zum Sport benutzen und er hält auch wirklich 8 Stunden und da haben wir es wieder, das haben nämlich nicht alle, ich rede jetzt nicht von denen hier, ne? Das ist ein ewiger Duft und so weiter, jetzt klingelt das Telefon, so, jetzt muss ich doch mal ans Telefon gehen, na, was soll's, jetzt kommt der letzte Duft, Bleu de Chanel. Und zwar das Eau de Toilette. Ja, frisch, frisch, frisch. Der geht einfach immer und ist beliebt. Ich habe diesmal nicht das Parfüm genommen, was ich am besten finde, weil hier, wie gesagt, Frauen stehen auf sehr, sehr frische Düfte. Auch ein bisschen Holzigkeit im Hintergrund. So, das sind einfach, ja, zu 90% stehen Frauen auf frische Düfte. So, Leute, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Und ja, schaut mal in meine Beschreibung. Ich werde die Düfte so gut wie es geht verlinken. Und dann sehen wir uns bald wieder. Macht's gut. Fragrance Dog.